Grüß denke, ich bin der Andreas Stern von der Schlickralm. Das ist meine Frau, die Gitti. Wir in der Familie bewirtschaftet schon seit über 50 Jahren die Alm. Wir sind auf 1640 Meter heroben, sind spezialisiert auf Familien, haben eigene Almbewirtschaftung, wo ca. 40 Kühe gemolken werden, deren Milch zur Gänze in unserer Sennerei verarbeitet wird. Ja, wir sehen jetzt da von der Plattform her oben ganz herrlich hinunter auf die Schlick. Ganz oben das schöne Kapellele, das die Agrargemeinschaft errichten hat lassen im Jahre 1958. Dann ist der große Gasthof mit den Restaurantbetrieb, Zimmer, die Alpensennerei sieht man gut hinterbei und im unteren Bereich sind dann die Stallungen. Unser Alben verfügt über 17 Zimmer. Wir haben 42 Betten, größtenteils komfortabel mit Dusche, WC. Von jedem Zimmer hat man einen traumhaften Ausblick auf unsere Bergwelt ringsum mit um. Da haben wir jetzt einen frischen Thymian, dann haben wir einen schönen Pfefferminz, dann kommt der Zierpetersilie, wo wir auch die schönen Hauptspeisen garnieren, zwischendurch ein schönes Blumele. Da haben wir noch eine schöne Kapuzinerkresse. Dort mit denen darf man gerne unsere Nachspeisen garnieren. Von unseren Großelternszeiten eine Kornwindmühle. Die ist noch voll funktionstüchtig. Da wird dann der Weizen eingeschüttet oben und das Korn von der Spreu getrennt. Unser Küchenteam kocht hauptsächlich mit Produkten aus eigener Almwirtschaft. Wir mästen selber Schweine und Stiere, deren Fleisch wir dann zur Gänze bei uns verarbeiten. Und schauen da wirklich, dass wir regional sein. Alles andere, was wir nicht selber haben, kaufen wir auch bei uns, bei den Bauern in der näheren Umgebung ein. Unsere Gäste wählen zwischen Halbpension, wo wir am Abend ein dreigängiges Menü mit Salatbuffet anbieten. Natürlich können sie auch à la carte essen. Eine besondere Spezialität ist bei uns der Graukäs, den wir selber herstellen. Dazu backen wir selber das Bauernbrot und dann auch selber gemachte Butter dazu. Das ist etwas, was unsere Gäste besonders schätzen. Nach dem Essen haben wir noch für unsere Gäste einen hausgemachten Zirbenschnaps und dann sollte das Menü perfekt gewesen sein. Da sieht man dann schon ein bisschen den Spielplatz mit Kneippbecken, der den Auftakt bildet zum Erlebnisweg, der gespickt ist mit vielen Spielstationen auf einer Länge von 700 Metern und die Verbindung von unserem Gasthof hinaus zum wahnsinnig schön gelegenen Panoramasee.
Morgen. Alle im Frühjahr hier. Ja, wir stehen jetzt da hier oben und erleben einen tollen Sonnenaufgang. Von da aus sehen wir rundum mit um die Kalkkögel, die das Schlickertal eben umrahmen. Ganz vorne draußen die Markreisenspitze. Und wenn wir weiter nach rechts umblicken, die Serles, der Eingangsberg ins Stubaital. Wenn wir dann über die Gipfel einschwenken, ein bisschen der erste Vergletscherte, der Habicht. Und ganz hinten rein sehe ich mir auch das weltbekannte Zuckerhüttel, das wir im Stubai haben. Nach dem Sonnenaufgang geht es jetzt zu der Stärkung in unserer Senjochhütten, die ja auch ganz super gelegen ist. Und zum Frühstück tischen wir euch natürlich größtenteils selber gemachte Produkte auf, die wir unten auf der Schlickeralm produzieren. Ganz beliebt der Graukäse, natürlich der Almbutter, den viele Leute schon gar nicht kennen, weil er im Geschäft ja eine weiße Farbe hat und der Almbutter ganz eine kräftige Farbe hat. Topfenaufstriche, selber gebackenes Brot und das in der Kulisse hier oben, das schmeckt halt besonders gut. Da haben wir eben am Kreuzjoch herum einen tollen Flugberg mit Paraglide-Startplatz, Drachenflug-Startplatz und man sieht auch vis-à-vis drüben das Elfergebiet, wo die Bahn raufgeht. Ein herrliches Wandergebiet, Klettergebiet, also wieder irgendeine Spezialität vom Stubaital. Jetzt den Panoramaweg von der Bergstation Kreuzjoch. Das hat die Wanderzentrum Schlick 2000 Gesellschaft errichtet. Der führt hinaus zu einer wunderbaren Plattform. Gestaltet ist er mit Bänken aus Künstlerhänden, eine Hörsaalbank und so weiter. Da ist sicher für jeden was dabei und wer einmal den Ausblick von dieser Plattform genossen hat, wird ihn sicher nicht wieder vergessen. Wir befinden uns da jetzt am Eingang vom Naturlehrweg. Der geht von der Bergstation der Kreuzjochbahn bis hinunter zu der Schlickeralm auf eine Länge von 4,5 Kilometer. Ist gespickt mit einigen ganz tollen Stationen mit Lehrreichem über Flora und Fauna, wo man wirklich was erleben kann. Und allein die Natur rundum ist durch die herrlichen Alpenrosenbeete, durch den herrlichen Zirbenwald einfach wunderschön. Der Weg ist kinderwagentauglich angelegt, hat ein Maximalgefälle von 15% und wurde vor 3 Jahren in Kooperation von der Schlick 2000, dem Land Tirol und von uns, vom Alpengasthof Schlickeralm, errichtet. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Bei Wanderung da bei uns in der Schlick ist es ziemlich wahrscheinlich, dass man eine Gams sieht, weil wir da im Tollkessel einige hundert Gamsen haben.
Guten Appetit!